Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum allerersten Perugaville-Vlog. Perugaville! Herzlich willkommen, Marc und Niki wieder am Start. Ab jetzt macht Niki wieder meinen Vlog. Marc, wieder bitte nur mich filmen. Und Dave und wie heißt Luca noch mal der Dave, andere? Luca. Luca und Dave, bitte immer nur die schlimmsten Momente von mir reinschneiden. Vodka, Lemon und Bier. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Aber wie heißt, wir wollen den Namen. Luca. Und alle. Luca. 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 Gib mir ein E. Hey. Gib mir ein U. U. Oh, ich bin schon wieder. Ich muss raus. Demenzenfieber. Mensch, jetzt kotzt du was nicht, der Alkohol. Du hast das nicht aufgenommen. Dave, da schneiden wir raus. Zicke, zacke, zicke, zacke. Bist du abgefuckt? Gönnergy auf die Eins. Kuss, Digga. Level up, auch noch davor. Level up, auch. Level up, auch. Level up auf die Eins. Und Happy Slides auf die Eins. Bro, ich lieb hier irgendjemanden. Irgend random lieb ich gerade. Aber du liebst mich doch auch. Ja, dich auch. Dieser Part, ich sag dir, das ist für mich das Krasse. Dieses Mondstein fliegt und sieht. Zweiter Tag. Es ist kalt. Igitt, Mann, Revi. Ja, guten Morgen. Wo ist denn mein Wässerchen? Carsten, ich glaube, wir haben es doch übertrieben gestern. Ach, Quatsch. Unser Zelt gleicht einer Müllhalde. Schalalalalala. Vielen Dank für Kontakt. Zum ersten Mal überhaupt. Gestern dreimal nach mir gefahren. Heftig verwechselt. Wir Bruder, dass du noch lebst, ne? Heftig. Wir brauchen nicht mal mehr zu gucken, wer da kommt. Es gibt jetzt eine Siegerehrung und zwar, es geht um den gestrigen Tagespolster. Tagespolster bis 18 Uhr. Trimax. Auf zweiten Platz, haarscharf, aber ich glaube, du könntest es heute schaffen, ist Niki. Danke. Ich habe Leute, die gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch so geisteskrank voll sein kann. Aber er hat es bewiesen. Er war tatsächlich am ersten Tag des Freitages des Perugavilles mit Abstand dann doch der Tagesvollste. Macht mal Lärm für Stefan. So Leute, wir fragen hier heute, hast du schon mal blöd? Das war die Umfrage? Ja, ja, klar. Und dann fragt ihr den Typen oder was? Aber ich habe noch nicht
abgelutscht. Nee. Okay, ich auch nicht. One-Night-Stands, ja oder nein? Baruka will, auf geht's. Letztes Mal auf Festivalgelände, jetzt sind wir mal hier im Basecamp. Wie sieht es bei euch aus? One-Night-Stands, ja oder nein? Nee, ich hab einen Freund, bin ich ehrlich. Die stehen daneben. Da um die Ecke. Moin, servus, moin. Ja, aber wenn ihr jetzt keinen Freund hättet, ist das ein Thema, wo man sagt, oh, ist ganz gut oder nee, auf gar keinen Fall? Ich glaube, da müsste ich schon ein bisschen was trinken. Ja, wenn genug Alkohol drin ist, dann geht's. Ja. Ja. Ja, okay, perfekt. Hallo. Hi. One-Night-Stands, ja oder nein? Ja, geht immer. Geht immer, ne? Immer. Oder? Auf Festival? Auf jeden Fall. Nicht hier, was ist das? Streicht sie über die Wampe. Nett hier, aber waren sie schon mal in meinem Zelt? Alter, und dann mit dem QR-Code? Ja, direkt zu Instagram. Wie gut ist das denn? Das ist richtig cool. Du lädst die Jungs direkt zu dir ins Zelt ein? Die dürfen direkt zu mir kommen. Ey, wo ist denn dein Zelt? Leider ganz da hinten bei O. So weit würde ich schon noch gehen. Für mich ganz wollen wir jetzt zu dir ins Zelt? Was sollen wir machen? Einfach ein Quickie. Dann gebe ich Carsten jetzt das Ding und dann gebe ich... Absolut. Scheiß auf. Ey. Hier wird getrichtert hier. Rein damit, auf das Ding. Weil er ein Macher ist. Ach, das ist dein Kondom? Ja, das ist mein Kondom. Passend zum Thema One-Night-Stands? Ja, nein? Natürlich. Ja, ne? Bei der Größe, ne? Wenn die Scheiß was auf die Technik machst. Ja. Du siehst aus wie ein Technischer. Ja. Das reicht. Wow! Wow! Das ist so ekelhaft. Digga, er wollte sich die Wegmische holen, geht da hin und trinkt einen Jägermeister und schon. Wie dumm ist er? Wie dumm? Mann, Spaß, Mann. Du bist so schlecht, Digga, ich hab blauen Fleck. Was ist das? Was ist das? Alkohol ist keine Lösung. Also das ist ein ganz gutes Ding, weil viele verlieren sich da drin, es als Lösung zu sehen. Aber das ist es nicht. Sprecht lieber mit irgendwelchen, mit euren Liebsten und so, aber also zum Genuss mal, ja, wir sind ja halt auch, kommen ja auch vom Dorf, aber in Maßen. Deswegen heute auch mal ein bisschen Piano. Ich habe gestern übertrieben, ja, aber weil ich auch so Spaß hatte. Es lag nicht am Alkohol, sondern wegen den ganzen Leuten hatte ich so Spaß. Und wegen Carsten auch. Carsten macht das schon gut, ne? Alle mal ein Herz in die Kommentare für Carsten. Also, der macht schon seit Jahren jetzt so eine gute Arbeit. Alle! 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 Alle!